Guten Morgen, liebe Teilnehmer. Mein Name ist Stefanie Jerchel. Ich darf Sie im Namen der Thomas Krenn AG herzlich willkommen heißen zu unserem heutigen Webinar zum Thema DataCore SDS Make Your Storage Great Again. Unser Referent ist heute Stefan Ring von der DataCore Software GmbH. Bevor wir mit dem Vortrag starten, noch ein paar organisatorische Punkte. Das Webinar dauert ca. 45 Minuten plus Fragerunde. Die Fragen können in einem bekannten Chatfenster gestellt werden, einfach die Frage eintippen und abschicken. Am Ende des Webinars werden die Fragen in einer Fragerunde beantwortet. Organisatorische Fragen beantworte ich gleich während des Webinars. Die Aufzeichnung sowie die Präsentation werden wir Ihnen im Nachgang per E-Mail zusenden. Zum Schluss kommt noch wie gewohnt die Umfrage. Nehmen Sie sich bitte diese 20 Sekunden Zeit. Hier können auch Themenvorschläge angegeben werden, die wir in Zukunft auch in die Planung der Webinare dann mit einfließen lassen. Damit sind wir auch schon mit dem Organisatorischen durch und ich übergebe das Wort an Herrn Ring. So, ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich sehe gerade, dass der Monitor auch umgeschalten hat. Ja, wie schon erwähnt, mein Name ist Stefan Ring. Ich möchte Ihnen heute ein bisschen was zum Thema DataCore Software Defined Storage erzählen und was Sie in den nächsten 45 Minuten in etwa erwarten wird, sehen Sie hier auf der Agenda. Zum einen, warum Software Defined Storage zukünftig immer wichtiger wird, weil wir in Zukunft auch ein extremes Datenwachstum haben werden. Das werde ich Ihnen gleich in ein paar Zahlen noch ein bisschen anschaulicher gestalten, wo hier die Reise in den nächsten Jahren hingehen wird. Dann werden wir uns darüber unterhalten, ob alte Architekturkonzepte mittlerweile ausgedient haben oder inwieweit man die noch einsetzen kann oder ob man nicht mittlerweile auch über das Konzept eben von einer Software-Defined Storage-Lösung nachdenken sollte. Dann werde ich Ihnen zeigen, dass eine Software-Defined Storage-Lösung jetzt nicht irgendwie abteilungsspezifisch aufgebaut werden muss, sondern dass es eine unternehmensweite Lösung ist und last but not least im Endeffekt nochmal die Zusammenfassung, um das Ganze noch ein wenig zu vertiefen. Steigen wir ein mit dem Thema Datenwachstum. Ich sage mal, keine Präsentation ohne Zahlen von IDC oder Gartner, und genau damit werde ich Sie jetzt auch ganz kurz belästigen. Die IDC hat eine Prognose im Jahr 2017 vorgebracht vom Datenwachstum, was wir 2016 hatten und was wir im Jahr 2025 haben werden. Das Ganze ist eine Angabe in Zettabyte, weil es sich um ein weltweites Datenwachstum hier handelt. Das heißt, dass Sie 2017 prognostiziert haben, wir werden im Jahr 2025 ein gesamtweltweites Datenvolumen von 163 Zettabyte entsprechend haben. Das ist eine riesige Menge, die sich natürlich auch dann weltweit aufteilen wird. Aber wir liegen aktuell bei einer ganz anderen Zahl. Das heißt, im Jahr 2019, Anfang dieses Jahres, wurde die Prognose neu erstellt. Und da sieht man dann die Zahlen von 2018, sprich vom letzten Jahr. Da waren es weltweit schon 33 Zettabyte, was den Analysten im Prinzip recht gibt, dass sich das Datenvolumen eigentlich alle zwei Jahre verdoppeln wird. Im Jahr 2025 steht jetzt aber nochmal eine etwas größere Zahl. Hintergrund ist einfach, dass sich die Digitalisierung ganz anders entwickelt, als man das Ganze noch im Jahr 2017 gesehen hat, sondern hier bewegen sich momentan Datenvolumen, die so nicht vorhersehbar sind. Ich weiß nicht, weil solche Zahlen werden alle zwei Jahre im Prinzip oder solche Prognosen alle zwei Jahre neu gemacht, wie es dann im Jahr 2021 aussieht, ob man dann wieder von viel, viel mehr Datenvolumen weltweit spricht. Es ist die eine Thematik, wie sich das Datenwachstum in den nächsten Jahren verändern wird. Ein zweiter Punkt, der auch sehr, sehr wichtig ist und der noch viel gravierender ist, dass sich die Consumer-Daten zu den Enterprise-Daten, Enterprise-Daten sind die Daten, die Firmen erzeugen, auch entsprechend ändern wird. Das heißt, im Jahr 2015 waren die Consumer-Daten
beziehungsweise die Enterprise-Daten, sprich Firmendaten, waren bei 30% vom Gesamtdatenvolumen. Im Jahr 2025 werden es 60% sein von Firmendaten, die das Gesamtvolumen entsprechend dann ja, abdecken bzw. aufteilen. Das heißt, wir haben hier auch eine Verdopplung der Firmendaten zu dem extremen Datenwachstum, das wir sowieso über die nächsten Jahre erwarten werden. Das heißt, dass wir uns im Bereich Datenwachstum, Datenzunahme uns Gedanken machen sollten, wie wir das zukünftig entsprechend bewerkstelligen können. Und das ganz große Schlagwort wird hier sein, wie flexibel können wir auf so ein Datenwachstum entsprechend reagieren. Das heißt, das Thema Flexibilität wird hier ein ganz, ganz großes Thema sein. Man wird auch zukünftig über Speichermedien wieder nachdenken müssen, die eigentlich vor ein paar Jahren schon als tot erklärt wurden von der einen oder anderen Firma. Und das ist zum Beispiel auch Tape. Wie Sie sehen, ist Tape nicht tot, sondern Tape wird immer noch weiterentwickelt. Das ist hier eine Folie von IBM, die zeigt, dass wir, wenn wir uns die zweite Zeile hier ansehen, mittlerweile bei einer Tape-Kapazität im Jahr 2017 waren von 330 Terabyte. Und diese Tape-Kapazitäten werden auch zukünftig wieder mehr und mehr zum Tragen kommen. Der eine oder andere wird vielleicht lächeln. Aber es ist wirklich so, dass zum Beispiel eine Firma Microsoft im Jahr 2015 für 3 Jahre, sprich das ist jetzt letztes Jahr eigentlich abgelaufen, von Fujifilm, die auch einer der größten Tape-Hersteller sind, 80% von der Produktion gekauft haben für ihre Azure Cloud. Und das im Jahr 2015 vorab für 3 Jahre fix eingekauft haben. Das heißt, auch hier sieht man, dass gerade auch im Bereich Azure Cloud ein extremes Datenwachstum stattfindet, dass man mit normalen Disks oder Flash-Speicher gar nicht abbilden kann, sondern dass hier wieder Technologien zum Tragen kommen werden und man weiß nicht, was noch zukünftig jetzt kommt nach NVMe, die man eigentlich gar nicht mehr wirklich auf Radar hat. Heißt für Sie aber auch, dass man hier entsprechend flexibel im eigenen Rechenzentrum reagieren muss. Das heißt jetzt nicht, dass Sie sich wieder nach Tape umschauen müssen. Ich weiß nicht, wie bei Ihnen das Ganze mit den aktuellen Daten aussieht oder wie sich das Ganze entwickeln wird. Was wir damit sagen möchten, ist, es wird ein extremes Datenwachstum stattfinden und man sollte sich darauf vorbereiten, dass man so flexibel wie möglich im Storage-Bereich darauf reagieren kann, dass man neue Technologien schnell implementieren kann und so weiter und so fort. Wenn der eine oder andere jetzt im Endeffekt sagt, ja, IoT, Digitalisierung und so weiter, damit habe ich eigentlich nur gar nichts am Hut oder werde ich nie was am Hut haben. Also es gibt mittlerweile Bereiche, ich war selber fasziniert von diesem Bereich und es ist auch ein aktuelles Thema erst vor kurzem gewesen, wo Digitalisierung mit eingreifen kann, positiv eingreifen kann, wo man eigentlich überhaupt nicht damit rechnet. Und ich habe da mal ein Beispiel mitgebracht, was haben denn Bienen eigentlich mit IoT zu tun? Wenn Sie wissen wollen, was Bienen mit IoT zu tun hat, dann besuchen Sie mal das Telekom Innovationscenter in München. Da gibt es Bienenstöcke von der Firma Bee&Me, das ist ein Startup-Unternehmen, das ist jetzt seit 2,5 Jahren auf dem Markt. Und diese Bienenstöcke sind mit Sensoren ausgestattet und diese Sensoren liefern die Daten dann an die Open Telekom Cloud. Das kann man sich dort anschauen, wie das Ganze vonstatten geht. Und es ist so, dass im Endeffekt hier aufgezeichnet wird, die Flugbewegungen von den Bienen, die Temperatur im Brutnest, das Gewicht vom Bienenstock, wie das zunimmt und so weiter und so fort. Also die verschiedensten Sachen werden ja aufgezeichnet und werden dann im Kern aufbereitet über eine künstliche Intelligenz, die diese Daten immer wieder protokolliert und analysiert und werden dann den Imker über Smartphone und Tablet in einer App entsprechend zur Verfügung gestellt. Das heißt, dass der Imker nicht mehr wirklich vor Ort sein muss, um zu wissen, passt denn alles noch mit meinen Bienen, funktioniert das alles noch. Dass hier gerade in dem Bereich das Ganze auch in andere Bereiche noch mit übergreift, das sehen Sie an dem letzten Satz, der hier auf der Folie steht. Das heißt, es ist nicht nur für den Imker selbst wichtig, sondern Bienen
sind für 85% unserer landwirtschaftlichen Erträge im Pflanzenobstbau entsprechend zuständig mit eben ihrer Bestäubung, die Bienen durch ihre Flugbewegungen entsprechend veranlassen. Und deshalb wird die IoT und auch die Digitalisierung und auch dieses Datenwachstum in Bereiche vordringen, wo wir heute vielleicht noch gar nicht wirklich sehen, dass es da etwas bringt oder dass es da jemals etwas geben wird. Gut, das mal so ein bisschen als Einleitung, damit Sie wissen, warum sollte man eigentlich über Software-Defined Storage nachdenken. Ich habe jetzt das Thema Flexibilität schon angesprochen. Und wenn wir über Flexibilität sprechen, dann stellt sich natürlich die Frage, ob die in Anführungszeichen alten Architekturkonzepte diese Flexibilität mit sich bringen. Was bezeichnen wir bei der Firma Dataco als in Anführungszeichen alte Architekturkonzepte? Das ist zum einen die normale zentralen Speicher, die wir immer noch in sehr, sehr vielen Firmen vorfinden und die auch ihre Daseinsberechtigung natürlich auch noch haben. Das heißt, sie haben ihre Applikationsserver, sie haben im Backend ein, zwei oder drei Storage-Systeme. Die Applikationsserver greifen hier auf diese entsprechenden Storage-Systeme zu, legen dort ihre Daten ab oder bekommen von dort die Daten, um entsprechend diese Daten weiter zu verarbeiten. Gleichzeitig hat jetzt immer mehr das Thema Hyperkonvergenz Einzug gehalten in vielen Bereichen in den Firmen. Das heißt, dass wir hier Appliances haben oder ich sage jetzt mal in Anführungszeichen selbstgebaute Appliances. Hier läuft einfach Software, die für die Virtualisierung des lokalen Speichers zuständig ist und dann auch hier virtuellen Maschinen, die auch noch lokal mit installiert sind, entsprechend bedienen. Also das sind so die zwei Konzepte, die wir hauptsächlich jetzt noch sehen. Wenn wir jetzt aber uns auf dieses Datenwachstum entsprechend konzentrieren, dann muss man eigentlich auch erkennen, dass man mit diesen Technologien zukünftig vielleicht nicht mehr das Optimale aus seiner Umgebung herausholen kann. Das heißt, im Hyperconverged-Umfeld kann man ja im Endeffekt nur im Compute- und Storage-Bereich gleichzeitig wachsen. Das heißt, man kann hier nicht zusätzlich einfach Server mit anschließen und die aus diesem lokalen Storage raus auch mit bedienen, wenn man nur im Compute-Bereich wächst. Genauso im Storage-Bereich, man kann vielleicht kein zusätzliches Storage im Backend mit anschließen, sondern kann nur mit lokalen Platten arbeiten. Und dann wächst man im Endeffekt immer im Compute- und Storage-Bereich gleichzeitig, obwohl er vielleicht in dem einen oder anderen Bereich gar nicht vonnöten ist. Bei dem normalen externen Storage ist es einfach so, dass man hier aufgrund von dem extremen Datenwachstum eine vielleicht nicht ganz so große Kompatibilität zwischen den Systemen an und für sich mit einhergeht. Wir sprechen hier immer von sogenannten Speichersilos. Das heißt, dass halt gewisse Speichersysteme für gewisse Applikationsserver zuständig sind, aber dann nicht darüber hinaus vielleicht noch für andere Applikationsserver zur Verfügung gestellt werden können, sondern dass man hier keinen Crossover-Zugriff im Endeffekt zustande bringt. Und hier kommt dann im Prinzip ein flexibler Ansatz oder Architektur eigentlich zum Tragen, wo man dann in allen Richtungen wachsen kann, wie man das Ganze gerne hätte. Das heißt, von einer traditionellen Umgebung mit Backend-Speicher hin zu Hyperconverged, hin zu Hybrid-Converged-Umgebungen oder dass man mit lokalen Speicher arbeitet, aber externe Server entsprechend bedient. Und man sollte im Endeffekt auch noch unterbrechungsfrei zwischen diesen Architekturen migrieren können, falls man mit einem Hyperconverged-Umfeld anfängt und dann wächst in Richtung externen Storage oder externen Applikationsservern. Und das sollte eigentlich zukünftig gegeben sein, um eben auf solche Anforderungen, die mit der Digitalisierung auf uns zukommen, entsprechend schnell reagieren zu können. Dann schauen wir uns mal das Konzept von Software-Defined Storage an, so wie im Endeffekt wir von der Firma Datacore das Ganze sehen. Ein Software-Defined Storage Ansatz, diese Software sollte im Endeffekt in der Lage sein, dass sie es schafft, verschiedenartige Speichergeräte miteinander kommunizieren zu lassen. Das heißt, dass wir hier nicht mehr gebunden sind auf ein
Ich spreche jetzt mal nur gar nicht von einem Hersteller, sondern eben einfach von einer Speichertechnologie. Und wenn ich eine neue Speichertechnologie mit einbringen könnte, jeder spricht momentan im Endeffekt auch von NVMe, damit die problemlos mit integrieren kann und auch den Applikationsservern umgebungsweit zur Verfügung stellen kann, die das Ganze entsprechend benötigen. Das ist ein Themenbereich, was Software Defined Storage eigentlich zur Verfügung stellen sollte. Ein weiterer ist, dass die Software von der Hardware rausgetrennt wird. Ich habe einfach dann den Vorteil, dass ich nicht wie bei normalen Speichersystemen, wenn ich mir die heute kaufe und in 3 oder 5 Jahren ablöse, dass ich dann nicht nur die Hardware entsprechend entsorge, sondern dass ich mein komplettes Feature-Set, das ich mir damals für teuer Geld gekauft habe, mit entsorge und diese Features wieder neu kaufen muss. Wenn ich im Endeffekt diese Software raustrenne aus der Hardware und damit die Hardware zu einer sogenannten Commodity-Hardware wird, also austauschbar, mir aber das Feature-Set bestehen bleibt, habe ich natürlich sehr, sehr große Vorteile, nicht nur aus finanzieller Sicht, sondern ich kann im Hintergrund die Storage-Systeme tauschen, ohne dass meine Applikationsserver wirklich etwas davon mitbekommen. Das heißt, dass ich meine SLAs auch entsprechend einhalten kann. Dazu erzähle ich aber später gleich noch ein bisschen mehr. Dann sollte man diese Speicherkapazitäten auch bündeln können und zentral managen und dann auch für alle Applikationsserver gleichermaßen zur Verfügung stellen. Das heißt nicht nur, dass man im Endeffekt ein Speichersystem für 2 oder 3 Applikationsserver hat und die brauchen ein zweites Speichersystem für die nächsten und ein drittes Speichersystem für die nächsten, sondern dass sie alle Speichersysteme oder Technologien, die ich bei mir im Rechenzentrum habe, für alle entsprechenden Applikationsserver nutzen kann. Und last but not least, und das ist ein Punkt, den wir immer wieder beim Kunden draußen sehen, der auch nicht sehr einfach ist, zu handhaben, das heißt Hardware-Wartung, Datenmigration und Hardware-Austausch. Datenmigration, wie gesagt, komme ich nachher noch zu einem Beispiel, da sind wir das ein bisschen anschaulicher. Bei Hardware-Austausch ist es einfach so, dass wenn ich heute eine Hardware tausche, eine Datenmigration immer mit verbunden ist und solange ich noch beim gleichen Hersteller bleibe, ist es noch relativ einfach zu lösen. Wenn ich aber einen Herstellerwechsel habe oder einen Technologiebruch habe, dann sieht das Ganze nicht mehr ganz so einfach aus und hier kann Software Defined Storage Ansatz entsprechend unterstützen, dass man das hier sehr, sehr einfach im laufenden Zustand bewerkstelligen kann. Das Ganze jetzt hier in Schriftform, damit man das Ganze auch ein bisschen visuell aufbereitet sieht, so könnte das Ganze aussehen. Das heißt, wir haben auf der linken Seite die Speichersysteme, wie sie wir bezeichnen, einzelne Speichersilos, vielleicht unterschiedliche Hersteller, unterschiedliche Technologien mit unterschiedlichen Feature-Sets, die alle nicht miteinander kommunizieren können. Und im Endeffekt, so wie es heute aussehen könnte, wäre, dass hier eine Software-Defined Storage-Plattform darüber liegt, über diesem ganzen Speichersystem ein einheitliches Feature-Set zur Verfügung stellt mit einem zentralen Management und im Endeffekt diese Hardware, die wir hier in diesem Pool haben, zur entsprechenden Commodity-Hardware wird, die man ganz einfach austauschen kann und sich diese Hardware entsprechend dann in sein Rechenzentrum holt, die wirklich benötigt wird. Das Ganze natürlich nicht nur auf einzelne Speichersysteme heruntergebrochen, sondern über Speichersystemgrenzen hinweg. Das heißt einmal über SAN das Ganze drüber gelegt, genauso wie über sogenannte konvergente Systeme, die auch immer populärer werden, über die man immer mehr spricht und die auch immer mehr zum Einsatz kommen, bis hin, wenn nötig, eben auch eine entsprechende Cloud-Integration zur Verfügung stellt. Und darüber liegt dann dieser Software-Defined Storage Layer, sodass ich meine Daten, egal wo ich sie haben möchte, entsprechend migrieren kann, entsprechend auslagern kann und hier die größtmögliche Flexibilität schaffe. Wo oder wie sieht es bei der Firma DataCore aus? Wie integrieren wir einen solchen Software-Defined Storage Layer? Das sehen Sie hier auf dieser Folie. Im Endeffekt ist es so, dass wir direkt im Datenstrom sitzen zwischen den Applikationsservern und den entsprechenden Storage-Systemen. Normalerweise stellen wir immer eine hochverfügbare Umgebung zur Verfügung, da wir hier dann auch aus dem Vollen schöpfen können, was unser Feature-System betrifft.
Wir laufen auf ganz normalen x86-Servern. Das heißt, hier brauchen Sie keine speziellen Appliances, sondern es sind ganz normale x86-Server Ihrer Wahl, Ihres präferierten Herstellers, auf den Sie uns entsprechend installieren können. Und damit stellen wir Ihnen die entsprechenden Speicherfunktionalitäten zur Verfügung, was Sie auf der rechten Seite sehen. Das geht an bei Standardfeatures wie synchrone Spiegelung, asynchrone Spiegelung. Wir haben spezielle Integrationen in Container-Orchestrierung zum Beispiel mit dabei. Wir haben Cloud-Integration mit dabei. VVols im Thema VMware sind wir entsprechend zertifiziert. Hat zum Beispiel auch den Vorteil, dass wenn Sie im Backend Storage-Systeme einsetzen möchten, die nicht VVol zertifiziert sind, dann brauchen Sie hier nicht neue Storage-Systeme kaufen für Ihre VMware-Umgebung, sondern sobald wir dazwischen sitzen, sind diese Storage-Systeme automatisch VVol zertifiziert, weil die VMware nur unsere Loons entsprechend sieht und nicht mehr, welche Backend-Storage-Systeme hier vorhanden sind. Das Gleiche zählt auch natürlich für eine normale VMware-Zertifizierung in Richtung ESX-Server. Auch hier können Sie, sollte Ihr Storage-System mal aus der HCL-Liste rausfallen, das weiterhin benutzen, weil wir als Data Core hier dazwischen sitzen, eine Art Proxy-Funktionalität haben und weiterhin dann Ihr Speicher-Storage damit zertifizieren. Dann sind Sachen mit dabei wie Automated Storage Tiering. Kennen viele mittlerweile, allerdings machen wir das Ganze nicht nur im Storage-System selbst, sondern über die Hardware-Grenzen hinweg. Das heißt, über mehrere Storage-Systeme bis hin zur Cloud kann hier ein entsprechendes Automated Storage-Tiering gefahren werden und so weiter und so fort. Dieses Feature-Set bekommen Sie immer komplett von uns mit beim Kauf der Data Core Software. Das heißt, es sind immer alle Features entsprechend vorhanden und können auch vom Kunden entsprechend eingesetzt werden. Von der Integration her sehen Sie hier eine traditionelle Integration. Das Ganze lässt sich natürlich auch noch anders entsprechend integrieren. Heißt, wir bewegen uns zum einen, wie links gezeigt, in der traditionellen Umgebung mit zwei physikalischen Servern zwischen Storage-System und Applikationsserver. Auf der anderen Seite bieten wir Ihnen auch an, dass Sie aus normalen x86-Servern sogenannte Converged Servers anbauen können. Das heißt, dass wir hier einen Server haben mit sehr, sehr vielen Platten verbaut, vielleicht auch noch unterschiedliche Technologien. Das heißt, es können Flash-PCI-Karten mit verbaut sein, es können SSDs verbaut sein, SAS-Platten, Nearline-SAS-Platten, alles im Prinzip möglich. Sie bringen hier unsere Data Core Software mit dem kompletten Feature-Set auf und haben dann im Endeffekt damit ein eigenes Storage-System geschaffen, das Sie dann für Ihre Applikationsserver entsprechend zur Verfügung stellen können. Wir sind auch im Hyper-Converged-Umfeld entsprechend implementierbar. Das heißt, hier brauchen Sie nicht eine zusätzliche Appliance, um das Ganze zu bewerkstelligen, sondern Sie können Ihre vorhandenen ESX-Server, Hyper-V-Server entsprechend weiterverwenden. Sie bringen uns als virtuelle Maschine oder im Hyper-V-Server wie Umfeld direkt in der Parent Partition mit ins Spiel. Das heißt, Sie installieren uns auf eine virtuelle Maschine oder in die Parent Partition und wir können dann das lokale Storage entsprechend für Ihre virtuellen Maschinen dann mit dem kompletten Feature Set zur Verfügung stellen. Wie gesagt, kein Kauf von zusätzlicher Hardware, sondern die bestehende Hardware kann dafür verwendet werden. Zusätzlich bieten wir auch noch die Möglichkeit, eine sogenannte Hybrid-Converged-Umgebung zu fahren. Wir bezeichnen das als Hybrid-Converged, weil hier dann sowohl eine Hyper-Converged-Umgebung, wie Sie es auf der linken Seite direkt daneben sehen, verwenden können, aber zusätzlich aus einer Hyper-Converged-Umgebung bei Wachstum zusätzliche Server bedienen oder wenn Sie im Storage-Bereich wachsen müssen, so langsam, dann können Sie auch zusätzliche Speichersysteme mit anschließen und können dann sowohl in der Hyper-Converged-Umgebung die virtuellen Maschinen versorgen, wie auch die entsprechenden physikalischen Server versorgen. Also Wachstum hier in beide Richtungen möglich und natürlich horizontal wie auch vertikal möglich. Der große Vorteil hier, Sie können jederzeit zwischen diesen entsprechenden Bereitstellungsalternativen
wechseln. Sie brauchen kein neues Produkt kaufen, sondern dadurch, dass wir eine Software sind, haben Sie einen Lizenz-Key auch von uns bekommen. Sie können dann von einer Hyperconverged-Umgebung bei entsprechendem Wachstum in eine traditionelle Umgebung wechseln. Im Idealfall geht das sogar im laufenden Zustand. Da muss man sich dann die Umgebung einfach ein wenig anschauen, wie das Ganze aussieht. Aber im Endeffekt ist es nichts anderes, als dass Sie dann auf dem physikalischen Server die Dataquest-Software installieren. Sie pflegen den gleichen Lizenz-Key ein, Sie haben das gleiche Feature-Set zur Verfügung und können dann entsprechend weiterarbeiten. Also eine Migration zwischen diesen beiden, zwischen diesen vier Architekturen ist jederzeit möglich. Welche Flexibilität Ihnen eine Software-Defined Storage-Umgebung gerade im Bereich Datenmigration, was ich ja schon angesprochen habe, bietet, möchte ich Ihnen jetzt kurz zeigen. Wann müssen Sie als Kunde eigentlich Daten migrieren? Im Endeffekt, wenn Sie einen Storage-Wechsel haben, das heißt, die bleiben beim gleichen Hersteller, aber Sie wechseln von einem kleinen Storage auf ein Midrange-Storage, weil Sie einfach hier dann mehr Platten stecken können, das Plattenvolumen vergrößern können, wie auch immer. Oder wenn Sie wirklich einen Herstellerwechsel vornehmen möchten, weil Sie mit dem einen Hersteller nicht mehr zufrieden sind und Sie möchten einen anderen Hersteller entsprechend mit ins Boot holen. Wann migrieren Sie noch Daten? Bei Technologiewechsel, das heißt, wenn Sie von Nearline SAS auf SAS oder von SAS auf Flash zum Beispiel sich bewegen, dass Sie hier Daten zwischen diesen beiden Technologien wechseln möchten, oder wenn Sie zum Beispiel vom Fiber Channel auf Eisgase wechseln möchten, weil Sie sagen, okay, 10 Gigabit Eisgase oder noch höhere Durchsatzraten sind für mich ausreichend, dann wechsle ich einfach von Fiber Channel weg zu Eisgase-Technologien oder von Eisgase hin zu Fiber Channel, je nachdem. Auch dann müssen Sie natürlich meistens die Daten von einem Eisgase-Storage in Richtung Fiber Channel oder umgekehrt entsprechend migrieren. Oder eben auch, wie von mir auf der Folie vorher vorgestellt, dass Sie ein Betriebsmodell entsprechend wechseln möchten von einem traditionellen Storage-Umfeld hin zu einem Hyperconverged-Umfeld oder umgekehrt. Auch dann ist es meistens vonnöten, dass hier Daten migriert werden müssen. Ich möchte Ihnen das Ganze zeigen, wenn Sie jetzt zum Beispiel hier einen Storage-Wechsel haben, einen Herstellerwechsel haben oder einen Technologiewechsel haben, wie das Ganze entsprechend aussehen könnte. Wenn Sie eine entsprechende Umgebung hier im Einsatz haben mit der Firma DataCore und Sie müssen auf beiden Seiten entsprechend vom Datenvolumen entsprechend wachsen oder Sie möchten eben auf eine neue Technologie oder Hersteller migrieren, dann sieht das Ganze so aus, dass wir dadurch, dass wir im Hintergrund mit sogenannten Pooling-Architekturen arbeiten, dass Sie auf der linken Seite einen entsprechenden Storage-Pool haben und auf der rechten Seite einen entsprechenden Storage-Pool, wo alle Storage-Systeme entsprechend mit verbaut sind, die vonnöten sind. Wenn Sie jetzt erweitern wollen oder so ein Storage-System austauschen wollen, von alt auf neu Storage, dann können Sie auf beiden Seiten im Endeffekt ein neues Storage-System entsprechend mit hinzufügen in diesen Pool. Und dann werden wir im Hintergrund entsprechend die Daten migrieren, so wie Sie natürlich bei uns in der Konsole vorgegeben haben, wie die Daten migriert werden sollen. Das Ganze ist ein laufender Prozess, der im laufenden Zustand auch durchgeführt werden kann. Das heißt, dass hier die Applikationsserver nichts mitbekommen, weil die Applikationsserver die Loons von uns an Bereich bekommen. Das heißt, bei uns ist es so, dass wir mit virtuellen Disks nach oben hin präsentieren und im Hintergrund diese Migration abläuft. Die Applikationsserver, wie gesagt, bekommen nichts mit. Die schreiben weiterhin in ihre Loons, wir migrieren die Daten im Hintergrund und dann macht diese Virtualisierungsschicht entsprechend aus. Wenn diese Migration dann entsprechend abgeschlossen ist, dann bekommen Sie von uns normalerweise eine Meldung, Migration ist abgeschlossen, man kann das als Storage jetzt entsprechend entfernen und dann ist nur noch das neue Storage entsprechend, oder steht das neue Storage nur noch zur Verfügung. Das alte Storage kann aus dem Schrank rausgenommen werden oder wie auch immer, oder alte Platten können entsprechend aus dem Shelf genommen werden und neue Platten hinzugefügt werden. Das Ganze immer noch im laufenden Zustand, weil sich für die Applikationsserver im Vordergrund nichts ändert.
Hintergrund ist der, dass wir gespiegelte Disks mit einer Loon-ID in Richtung Applikationsserver entsprechend zur Verfügung stellen und diese Loon-ID auf unserer Ebene sich nicht ändert. Also das heißt, im Hintergrund tauschen Sie Platten aus, tauschen Sie Technologien aus, was auch immer. Der Applikationsserver sieht immer noch die gleiche Loon-ID, für den verändert sich nichts und er schreibt immer noch auf diese Loon. Und im Hintergrund tauschen Sie aus, im Endeffekt, was Sie haben möchten. Und das ist einfach diese Flexibilität, die ich eingangs schon angesprochen habe, was wir zukünftig in dem Rechenzentrum benötigen, um hier nicht nur mit dem Thema Datenwachstum wirklich umgehen zu können. Das Ganze ist, wie von mir schon angesprochen, eine unternehmensweite Lösung. Das heißt, wir haben hier nicht ein Nischenprodukt oder sagen wir ein Produkt, das nur für gewisse Bereiche eingesetzt werden kann, sondern wie Sie hier sehen, unternehmensweit kann das Ganze eingesetzt werden. Das heißt, als zentrales Rechenzentrum mit Integration in Richtung Cloud. Sie können das Ganze als große Dateiablage, bei uns heißt es Secondary Storage, sodass Sie hier ein sogenanntes Datengrab aufbauen. Auch das ist entsprechend möglich. Sie können eine Hyper-Converged-Umgebung zum Beispiel produktiv oder als Test-Demo-Umgebung aufbauen. Auch hier können wir uns entsprechend mit integrieren. Außenstellen, Zweigstellen, wenn versorgt werden müssen. Wenn Sie da noch eine komplette Fiber-Channel, ISCSI-Architektur zum Beispiel stehen haben, können Sie das Ganze zum Beispiel mit einer Hyper-Converged-Umlösung dann aufbauen. Auch hier mit Data-Core-Integration oder eben Disaster-Recovery-Standorte. Also Sie sehen, es ist nicht nur auf irgendeine kleine Zweigstelle begrenzt oder als Disaster Recovery, sondern Sie können es unternehmensweit einsetzen, so wie Sie das gerne haben möchten. Das Ganze zentral verwaltet über eine entsprechende Management-Oberfläche, die sehr, sehr einfach auch zu bedienen ist und können so Ihre komplette Storage-Umgebung firmenweit entsprechend handeln. Von der Flexibilität her, Sie können sich in alle Richtungen, wie schon gesagt, bewegen. Sie können wachsen, Sie können das Ganze kleiner machen, je nachdem, wie Sie das Ganze benötigen. Keine Grenzen irgendwie gesetzt, was die Flexibilität entsprechend betrifft. Gut, kommen wir dann noch ganz kurz zu, wer ist eigentlich die Firma DataCore? Ich habe jetzt immer davon gesprochen, wir von der Firma DataCore, vielleicht kennt der eine oder andere die Firma DataCore noch gar nicht, deswegen ein paar Zahlen, auf die ich jetzt nicht näher eingehen werde, sondern werde Ihnen ganz kurz sagen, die wichtigsten Rahmenparameter von der Firma DataCore, das heißt, wir sind seit 1998 auf dem Markt. In Europa sind wir tätig seit dem Jahr 2000. Wir hatten damals schon das Thema Storage-Virtualisierung auf dem Plan und haben das Ganze auch entsprechend ausgebaut. Im Jahr 2000 hat natürlich, wenn Sie jemand gesagt haben, ja, Storage-Virtualisierung wird zukünftig ein sehr großes Thema werden, hat im Jahr 2000 kein Mensch verstanden, was ist eigentlich Storage-Virtualisierung. Wir hatten dann das Glück, dass die Firma VMware mit der Server-Virtualisierung dort auch oder im Jahr 2000 auch den ganz großen Start hatte. Und in dem Fahrwasser sind wir dann entsprechend groß geworden, weil wir dann immer sagen konnten, Sie kennen VMware, Server-Virtualisierung, ja, ja, und das Gleiche machen wir für Storage. So sind wir im Endeffekt dann im Fahrwasser von der VMware auch entsprechend groß geworden. Und das hat dann auch jeder verstanden, was das Thema Storage-Virtualisierung eigentlich an und für sich oder auf sich hat. Dort. Mittlerweile spricht man nicht mehr von Storage-Virtualisierung, sondern alles ist Software-Defined, egal ob das die Server sind, egal ob das das Netzwerk ist oder auch das Storage ist. Alles ist Software-Defined und deswegen sprechen wir auch nicht mehr über Storage-Virtualisierung, sondern über Software-Defined Storage. Hat auch natürlich auch den Hintergrund, dass mittlerweile auch das Feature-Set und die Services so umfangreich geworden sind, dass wir nicht mehr von einer reinen Storage-Virtualisierung sprechen, sondern natürlich viel, viel mehr sind. Und eben auch das Thema Hyper-Converged, auch in dem Bereich bewegen wir uns sehr erfolgreich. Von den Kunden her ist es so, dass wir kein Nischenprodukt sind, sondern wir sind in allen Branchen und auch in allen Größen unterwegs. Das heißt, wir haben im Kundenbereich relativ kleine Kunden, wie Rechtsanwaltbüros und sowas auch mit dabei, bis hin zur großen Magenta T,
sind alle Größen und Firmen entsprechend vertreten. Wir haben ein kleines Übergewicht, gerade im Bereich Healthcare, weil hier natürlich das Thema Hochverfügbarkeit, mit dem wir auch groß geworden sind, ein sehr großes Thema ist, weil keiner liegt gerne auf dem Operationstisch und dann auf einmal sind die ganzen Daten weg und der Arzt weiß nicht mehr, was er eigentlich zu tun hat. Deswegen haben wir hier, ja, sind wir hier sehr, sehr gut aufgestellt, aber auch in sehr, sehr vielen anderen Branchen sind wir entsprechend unterwegs. Von den Standorten her sind wir global aufgestellt, das heißt, wir sind weltweit agierend. Die wichtigsten Standorte in Deutschland, weil das ist auch der EMEA-Hauptsitz, ist in München, in Unterföhring, um genau zu sein. Andere wichtige Niederlassungen sind in den USA, in England und in Japan. USA ist unser sogenanntes Headquarter, der weltweite Hauptsitz. Und dort sitzt auch unser Support, wie auch in England und Japan. Das heißt, wir haben ein Supportmodell von 27x4. Und das an 365 Tagen und es gibt bei uns auch nur ein Supportmodell. Also wir unterscheiden nicht zwischen Gold, Silber, Bronze, Platin, Blech oder sonstiges. Hintergrund ist einfach der, dass wir im Herzen einer jeden Firma sitzen. Das heißt, wir sitzen vor den Daten und da können wir nicht sagen, lieber Kunde, du zahlst uns einen Betrag X weniger als wie ein anderer Kunde, drum rufen wir dich 8 Stunden später an. Das funktioniert nicht. Und das kann man so einfach nicht machen, weil sonst wird es uns wahrscheinlich auch schon nicht mehr geben. Und deswegen gibt es bei uns nur ein Supportmodell und das heißt 24x7. Wir haben auch, und da unterscheiden wir uns zu anderen Firmen, einen deutschsprachigen Support und zwar einen richtig deutschsprachigen Support. Diese Mitarbeiter sitzen in England, in USA und in Japan direkt vor Ort, sind hier in Deutschland geboren, wollten sich im Ausland entsprechend beruflich verändern, sind bei uns im Supportcenter gelandet und dürfen jetzt auch wieder Deutsch sprechen. Ja, ist manchmal ein hartes Los, wenn man sich im Ausland entsprechend verändern möchte. Aber dadurch können wir sagen, wir haben einen echten deutschsprachigen Support, den Sie auch jederzeit am Telefon verlangen können, sollte es mit dem englischen Support. Englisch ist die Normalsprache bei uns, aber wenn gerade wenn man unter Stress steht und wenn man sagt, bis hierher und nicht weiter, bevor ich irgendwas falsch verstehe und einen falschen Klick mache, dann können Sie auch jederzeit einen deutschsprachigen Supporter am Telefon verlangen und der wird dann auch in einem sauberen Deutsch mit Ihnen sprechen. Gut, so viel zur Firma DataCore. Zusammengefasst zu diesem Webcast. Sie haben, wenn Sie einen Software-Defined Storage-Ansatz wählen, eine absolute Wahlfreiheit, was die Architekturkonzepte betrifft und auch hier steht Next Generation Data Center. In Zukunft wird es auch so sein, dass man eine Kombination aus diesen Architekturkonzepten benötigen wird in den rechten Zentren, um hier alles entsprechend zu bewerkstelligen. Die Integrationsmöglichkeit ist immer in eine bestehende Rechenzentrumsinfrastruktur. Heißt, Sie müssen hier nicht Ihr komplettes Rechenzentrum umdesignen. Es sind nur kleine Änderungen vonnöten, was das Zoning und sonstiges betrifft, damit wir uns hier entsprechend mit integrieren können. Aber Sie müssen nicht die Rechenzentruminfrastruktur komplett überdenken, sondern wir können uns in bestehende Infrastrukturen entsprechend integrieren. Und last but not least, das zukünftige Datenwachstum setzt einfach eine gewisse Flexibilität im Storage-Bereich voraus, dass sich mit ziemlicher Sicherheit nur mit einem Software-Defined Storage-Ansatz entsprechend lösen lassen wird. Gut, das war's von meiner Seite. Ich sage jetzt erstmal vielen Dank und wenn jetzt Fragen da sind, dann würde ich die auch ganz gerne noch beantworten. Es ist bereits eine Frage reingekommen, ich würde sie mal kurz vorlesen. Sind in den Enterprise-Daten, in den Statistiken nicht zu einem Großteil die Daten von Facebook, Google und Co. enthalten? Zu einem Großteil, also die sind mit Sicherheit Bestandteil von diesem Datenvolumen, das wir zukünftig haben werden. Ja, das ist richtig. Allerdings wurden diese Statistiken von IDC macht es immer ganz gerne, dass sie die ganz großen
mitverwaltet. Da waren aber Storage-Hersteller mit an Bord. Zum Beispiel diese Folie, die ich gezeigt habe, dass das Enterprise-Volumen von 30% auf 60% wachsen wird. Da fließen auch Zahlen oder Verkaufszahlen von Seagate mit ein, die das Ganze im Prinzip auch noch zusätzlich bestärken, dass sich das Ganze so verwandeln wird. Seagate ist jetzt kein Hersteller, der jetzt, und das sage ich jetzt einfach mal so, weil ich weiß, wer von Herstellern wie Facebook oder eben auch Google präferiert wird, da ist jetzt Seagate nicht mit dabei zum aktuellen Zeitpunkt. Das heißt, hier beruft sich Seagate zum Beispiel auf die Daten, die sie von den normalen Verkaufszahlen in normalen Rechenzentren, was die Verkaufszahlen betrifft. Das heißt, hier sind nicht nur diese Zahlen mit dabei, sondern wir sprechen hier wirklich von Zahlen, die in Normalrechenzentren auch das Wachstum hervorbringen wird. Ich war vor nicht allzu langer Zeit, oder beziehungsweise bei uns auf der Partnerkonferenz war auch Western Digital mit da. Die haben auch gesprochen von diesen Zahlen. Und Western Digital ist einer der größten Storage-Hersteller und auch diejenigen, die am meisten Storage eigentlich verkaufen, die haben weltweit 43% von diesem Volumen im Jahr 2017 verkauft. Und die sprechen auch von diesen Zahlen, wenn es um Datenwachstum geht, in normalen Rechenzentren mit eingeschlossen. Natürlich sind die Großen da auch mit dabei, aber auch in den normalen Rechenzentren wird sich das Ganze extrem verändern. Wenn man zum Beispiel die normalen Autohersteller sich ansieht und wie viele Sensoren mittlerweile in ein solches Auto verbaut sind, und die Daten werden ja auch in Richtung Heimat, sage ich jetzt einfach mal, sprich in Richtung BMW, wenn Sie im BMW fahren oder wenn Sie im Mercedes fahren oder ein Audi fahren, egal welches Auto, werden mittlerweile hier mehr als genügend Daten entsprechend übermittelt in deren Rechenzentren, denn es heißt, auch hier ist ein entsprechendes Datenwachstum da, und so wird das nach und nach in allen Firmen Einzug halten. Ich habe auch vor kurzem einen Vortrag gehört von der Firma Stihl, die Motorsägen herstellen, und die haben mittlerweile GPS-Systeme mit in den Kettensägen verbaut, mit Display, und die Markierung von den Bäumen, die umgeschnitten werden, die werden mittlerweile nicht mehr nur mit Spraydosen gemacht, sondern dann werden GPS-Sensoren in die Bäume entsprechend reingepflanzt, und diejenigen, die dann rumlaufen und die Bäume umsägen, die laufen nach dem GPS-System in der Kettensäge und laufen dann zu dem Baum und sägen diesen Baum um. Auch wie lange diese Kettensäge schon immer gewartet wurde, wann der Motor kaputt ist, welche Teile kaputt sind, das wird alles entsprechend übermittelt und gesammelt, um hier die Qualität noch höher zu schrauben und wettbewerbsfähiger zu sein. Also wir sprechen hier von Bereichen, wo man eigentlich noch gar nicht wirklich drüber nachdenkt, die aber nach und nach immer mehr zunehmen. Und das sind ganz normale Rechenzentren und haben nichts mit Facebook, Google oder Azure Cloud entsprechend zu tun. Also wir werden dieses Datenvolumen oder dieses Datenmaximum überall sehen. Es ist noch eine Frage reingekommen, und zwar wie sieht es mit der Lizenzierung aus, per User, per Terabyte, Features? Gibt es eine Free-Version zum Testen, zum Beispiel 1 TB oder so? Ja, also es ist so, dass wir eine Trial-Version bei uns auf der Webseite natürlich zum Download haben, 30 Tage, da können Sie meines Wissens nach bis zu 16 Terabyte entsprechend verwalten, und da sind ja alle Features mit dabei, damit man die austesten kann. Von der Lizenzierung her ist es so, dass wir eine Terabyte-Lizenzierung haben, die in verschiedenen Terabyte-Stufen, gibt. Das heißt, dass wir hier eine Stufe von 1 bis 9 Terabyte zu einem gewissen Preis haben, dann von 10 bis 24 Terabyte, von 25 bis, glaube, 50 Terabyte und so weiter. Und wenn wir in ganz große Bereiche kommen, dann kommt bei uns ein Key-Accounter vor Ort und macht mit Ihnen dann im Detail einen entsprechenden Preis aus. Und diese Stufen haben dann unterschiedliche Preise. Das heißt, dass wir dann preislich vom Terabyte-Preis immer weiter nach unten wandern. Es ist allerdings auch so, dass wir nicht, oder dass der Kunde nicht immer zu dem Preis einkauft, den er aktuell an Terabyte abruft. Das heißt, wenn der Kunde 50 Terabyte hat, jetzt einfach mal so gesprochen, wenn er kauft 1 Terabyte nach, wird er nicht für dieses 1 Terabyte den Preis von dem 1 Terabyte zahlen,
sondern den Terabyte-Preis von den 50 Terabyte für dieses eine Terabyte. Also wir schauen immer unternehmensweit, wie viele Terabytes hat der Kunde entsprechend schon unter DataCore am Laufen. Und diese Terabyte-Anzahl wird dann genommen für den aktuellen Terabyte-Preis. Also so kann man das Ganze vorstellen. Der Feature-Set ist immer komplett mit dabei. Wo die einzige Unterscheidung, die wir haben, ist, dass wir drei verschiedene Leistungsklassen haben. Leistungsklassen heißt, dass in der Enterprise-Leistungsklasse sind alle Features mit dabei. Dann haben wir noch eine Standard-Leistungsklasse. Das ist speziell für die Kunden, die im Hyper-Converged-Umfeld zugange sind. Da ist dann im Endeffekt das Feature Fiber Channel nicht mit lizenziert, weil im Hyper-Converged-Umfeld sehr oft im Eisgase-Bereich entsprechend gearbeitet wird. Das heißt, dass wir hier dann eine kleinere Leistungsklasse haben, die auch ein bisschen kostengünstiger ist. Aber da sind dann im Endeffekt Features nicht aktiviert, die unserer Ansicht nach in dem Bereich nicht wirklich benötigt werden. Und dann haben wir noch gerade für sogenannte Datengräber, also diese Secondary Storage, was ich auch in der Präsentation angesprochen habe, auch eine eigene Leistungsklasse. Weil in so einem Datengrab brauchen wir jetzt nicht High Performance und deswegen haben wir da zum Beispiel die Caching Engine ausgeschaltet oder auch Features, die gerade im High Performance Bereich, im Flash Bereich vonnöten sind, haben wir für das Datengrab dann entsprechend abgeschaltet. Das heißt aber nicht, dass es nicht vorhanden ist, sondern es ist nur nicht aktiviert. Und wenn ich dann doch in die Enterprise-Klasse möchte, ist das ein Einspielen vom neuen Lizenz-Key und alle Features sind freigeschaltet. Also Sie bekommen immer alle Features mit. Es sind jetzt keine weiteren Fragen reingekommen. Natürlich können auch jederzeit nachträglich noch Fragen gestellt werden per E-Mail, über Kontaktformular und so weiter. Dann bedanke ich mich bei allen Teilnehmern und bis zum nächsten Mal. Einen schönen Tag noch. Tschüss. Dankeschön und tschüss.